Das ist aber auch ein recht beschaulicher Ort hier, das Alsfeld. Gebaut haben sie ja hier wie verrückt. Ganz interessant. Naja. Was ist denn das hier? Tag der offenen Tür bei ihrem Glashändler in Mittelhessen. Okay, 17.02. Das ist doch heute. Ja, wo ist das jetzt? Hätten sie ja noch einen Pfeil dazu machen können oder eine Angabe, wie weit das ist. Aber naja, ich fahre einfach mal drauf zu. Jede Menge Gewerbe hier. Oh, halt 50. Hab mal gehört, die Hessen, die blitzen wie die Verrückten. Hier vorne ist noch so ein Schild. Aber steht dasselbe dran. Aber halt, hier vorne sehe ich doch Glaswerbung dran. Da kann es ja gar nicht mehr so weit sein. Mal sehen, ob der das ist. Klaas. Da schaue ich doch mal rein, wenn die heute hier Tag der offenen Tür haben. Oh, das sieht ja gut aus. Das sieht gut aus. So, komme ich hier rein? Ach! Security-Mann hat aufgepasst. Jede Menge Leute. So, haben wir hier noch einen Parkplatz für mich. Ja, hier links. So, schauen wir mal. Oh, Blinker noch an. Das sieht ja mal schnieke aus hier. Hier muss ich mich mal ganz in Ruhe umschauen. Mann, da kriegt man ja feuchte Augen, was hier alles so aufgebaut ist. Hallo? Boah. Sitzen die bei der Kälte hier im Februar rum und trinken Bier? Da friert es mich schon vom Hingucken. Mann, 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 Mann. So, was haben wir denn hier? So ein Ding kenne ich auch bloß aus den Prospekten hier. Mann, was für ein Geschoss. Ich darf mich mal reinsetzen? Oh, das ist nett, danke. Boah. Was für ein Geschoss. Das zieht die Leute an, da kommt schon der Nächste. Macht große Augen. Manometer. Hallo. Das ist ja eine Maschine, da. Wahnsinn. Das ist ja... Dass die das hier aufstellen, das kann man hier bei uns ja überhaupt nicht nutzen. Das ist schon. Aber der will halt wahrscheinlich mal zeigen, was er alles kann hier, der Händler. Das ist schon. Sind das hier so relativ kleine Flächen in Hessen oder was? Es gibt größere, es gibt kleinere, aber um so ein Gerät auszulasten, da reichen hier die Flächen wahrscheinlich nicht. Da müssten sie wahrscheinlich rüberfahren in den Osten. Da gibt es wahrscheinlich die großen. Aber sie kommen auch nicht von hier. Sie sprechen nicht unseren Dialekt, muss ich feststellen. Das ist zufällig hier.
Nee, das ist richtig. Also ich stamme aus dem Osten. Ich bin gebürtiger Sachse. Und ja, habe lange Zeit jetzt einen Hof in Thüringen bewirtschaftet. Den habe ich allerdings aufgegeben und war jetzt eigentlich auf der Durchreise und wieder zurück nach Sachsen. Und ja, und habe dann hier in den Alsfeld diese Schilder gesehen von diesem Tag der offenen Tür. Und muss sagen, da habe ich mir gesagt, spontan, du hast Zeit, geh doch einfach mal gucken. Ja, das aus dem Grund bin ich auch hier. Ich habe auch in der Zeitschrift habe ich gelesen, dass da hier heute Tag der offenen Tür ist und habe gedacht, da muss ich mir das mal angucken. Und mal gucken, vielleicht gibt es ja auch was zu essen. Ja, ich habe Und hier da kann vorne man gesehen, in der ja Kälte, die trinken Bier davon. Da friert es mich schon vom noch. Hingucken. Einen Kaffee wäre wahrscheinlich besser, ne? Ja, Kaffee wäre besser, genau. Wir können ja mal gucken gehen. Das ist eine gute Idee. Wollen Sie auch einen Kaffee trinken? Ich gebe einen aus. Komm, wir gucken mal hier drin, ob wir was finden. Das sage ich nicht, nein, da folge ich Ihnen doch ganz. Ach, übrigens, ich habe mich noch gar nicht vorgestellt. Sachsenbauer, mein Name. René Sachsenbauer. Fischer, Jörg Fischer. Aha, der Ja, Herr Fischer. hier zwei Orte weiter wohne ich und habe gedacht, im Februar ist ja nicht so viel zu tun und da bin auch in der Landwirtschaft teilweise tätig und im Jahr Februar ist nicht so viel zu tun und da habe ich gedacht, da kann man doch mal gucken, aber für mich sind das alles hier viel zu große Geräte, was hier rumsteht. Ich habe bloß eine kleine Schafzucht. Aha. Na, das klingt doch interessant. Aber ich würde sagen, kommen Sie, wir gehen rein. Das ist Ja, mit verdammt Sicherheit, da haben Sie frisch hier recht. draußen. Mit Sicherheit, genau. Manche kurzärmlich, meine Güte. Oh. Die haben die Hitze gepachtet wahrscheinlich. Auch hier. Das ist ja auch eine Wahnsinnsmaschine. Ja, sowas ist bei uns im Osten auf den großen Feldern, die wir haben, die großen Flächen. Da wird sowas schon gefahren, ne? Die Felder haben ja teilweise, ich sag mal, ab 30 Hektar aufwärts. Ah, ja, da kann man Meter mitmachen, Quadrat mit Sicherheit mit so einem Gerät. Aber wie gesagt, das ist schon, da hat er, ich denke, gut, der Glashändler hier ist in ganz Deutschland, glaube ich, tätig und da hat er mal, wollte mit Sicherheit mal zeigen, was es noch so alles gibt. Ja, hat das hier aufgebaut, aber das ist schon schön. Na gut, aber wir wollten Kaffee trinken. Ja. Das machen wir genau. Ich hoffe, dass es welchen gibt hier drin. Ja, ich hoffe es doch auch. Gucken. Auf jeden Fall ist es ja hier schon mal wärmer. Das ist richtig. Das Na ist sehr gut. gut. Ja, riecht das auch. Aber Kaffee, also ich sehe hier niemanden. Ich sehe auch keinen Kaffeeautomaten hier. Ei, das haben sie irgendwie vergessen, glaube ich. Ja. Das Nee, der ist hat ja. auch nichts. Boah, was wird denn der für eine Arbeitsbreite haben hier? Das sind doch bestimmt 12 Meter oder mehr. Ich denke mit Sicherheit, ja. Das ist. Ui. Ja, da ist teilweise bei uns zu Hause, fährt er da einmal hoch und runter und hat das Feld weggemacht mit der Breite. Ja. Hier hinten liegt Prospektmaterial, da gehen wir doch mal schauen. Oh. Aha. Der Landbote. Das ist aber interessant hier. Was haben wir hier noch? Aha. Das wusste ich gar nicht, dass da hier auch zum Verkauf stehende Höfe angeboten werden in dem Landboten. Ja, das ist ja für die Landwirtschaft. Und da werden auch Geräte stehen da manchmal drin, wenn jemand welche verkaufen möchte. Der ist schon, mein Vater liest dann auch gerne und ausführlich. Ja. Das habe ich gerade gesehen, dass da hinten gebrauchte Maschinen angeboten wurden. Genau. Das ist sehr Und Sie haben interessant. wohl Interesse an einem neuen Hof oder suchen Sie? Sind Sie auf der Suche zufällig? Bin eigentlich auf der Suche, ja. Wie gesagt, ich hatte ja vorhin schon draußen kurz anklingen lassen, dass ich im Thüringischen einen Hof jetzt abgegeben habe. Den habe ich an meinen ehemaligen Mitarbeiter übergeben. Und ja, und suche jetzt eigentlich eine neue Bleibe.
Und wie gesagt, Hessen gefällt mir. Und die Leute, mit denen ich jetzt hier, ich war auch vorhin an der Tankstelle und auch ganz nett dort die Bedienung. Ich muss sagen, es ist wirklich ein schöner Landstrich hier. Gefällt mir. Also könnte ich mir gut vorstellen, dass ich mich hier niederlasse. Weil bei uns in Sachsen, ja, einen kleineren Hof finden sie dort kaum. Das sind dann doch alles größere Betriebe, vielleicht ehemalige, diese LPGs. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen. Landwirtschaftliche Produktionsgenossenschaften hieß das früher. Gehört habe ich davon. Ich habe so eine gewisse Vorstellung, habe ich auch. Ich Aber weiß, was Sie das, meinen, denke ich. ja, genau. Und sowas suche ich eigentlich nicht, weil ich wollte schon, dass ich das auch relativ alleine, vielleicht mit ein, zwei Mitarbeitern später mal bewirtschaften kann. Aber ich suche schon einen Mittelständigeren. Das ist ja interessant. Na, also. Das da. Ich weiß gar nicht, wir kennen uns zwar jetzt recht kurz, aber bei mir zu Hause im Ort ist ein alter Bauer, da hätte ich vielleicht ein Angebot für Sie. Der ist jetzt auch schon älter. Ich bin auch öfters bei ihm und helfe ihm, wenn ich zu Hause bin. Und der ist jetzt letztens ist er schwer gestürzt. Und liegt momentan noch im Krankenhaus, muss jetzt demnächst wohl in die Reha kommen. Und die Tochter ist momentan auf dem Hof und versorgt die Tiere. Helfe ihr so gut ich kann. Und so wie es aussieht, wird der Bauer wahrscheinlich, der Schorsch ist das, Müller-Schorsch, der wird wahrscheinlich nicht mehr seinen Hof weiter betreiben können. Und das ist ein schön ausgestatteter Hof, nicht zu groß, nicht zu klein. Eine kleine BGA gehört auch dazu. Und die würden eventuell jemand suchen, der das Ganze übernimmt, damit der Schorsch dann, wenn er dann mit der Reha und wieder einigermaßen laufen kann, dann zu seiner Tochter dann ziehen könnte. Also das klingt sehr, sehr interessant. Und ja, wie Sie schon sagten, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber also klingt wirklich sehr, sehr spannend und ich wäre Ihnen da durchaus sehr, sehr dankbar, wenn Sie da vielleicht irgendwie mal einen Kontakt herstellen könnten oder wie könnte ich denn mit den Leuten oder mit der Tochter jetzt in Kontakt kommen? Das machen wir doch ganz spontan, würde ich die Alex mal anrufen und fragen, die ist mit Sicherheit auf dem Hof, weil die hat genug Arbeit im Moment, ob sie vielleicht mal uns zwischendurch reinschieben kann, damit wir mal kurz über den Hof laufen können und sie sich das alles mal angucken können. Würde ich mal kurz anrufen. Das würde ich gern machen. Also das würde ich mir, wenn sie wirklich verkaufen will. Na, man will sie ja nicht drängen oder so, aber wenn Nee, das. nee, also wir haben schon drüber gesprochen und sie hat mir erzählt, wir kennen uns auch schon lange, bin ja im gleichen Ort und so weiter, man läuft sich über die Füße und durch das, dass ich ihrem Vater auch immer ein bisschen geholfen habe, wenn größere Arbeiten angestanden haben, Anlagen und so weiter und das hat sie mir jetzt schon erzählt, dass sie mit ihrem Vater darüber gesprochen hat, dass er das alleine nicht mehr weitermachen kann. Und dass es besser ist in seinem Alter auch. Und wer weiß nicht, wie gut es heilt und wie schnell es heilt, dass es doch sinnvoll ist, das Ganze aufzugeben, damit er dann zu ihr ziehen könnte. Dass sie jetzt mir direkt über die Füße laufen, ist natürlich jetzt ein wunderbarer Zufall. Und mit ihrer Vorgeschichte, was sie mir jetzt schon erzählt haben, finde ich, würde das vielleicht sogar sehr gut passen. Da würde ich doch jetzt direkt mal anrufen. Also das würde mich sehr, sehr freuen und ja, würde ich auch denken. Ich habe Zeit, mich drängt nichts, dann machen wir halt Nägel mit Köpfen. Genau. Ich rufe dann mal an. Alles klar. Ich schaue mich mal noch ein bisschen um, einstweilen hier nebenbei, ne? Genau, ich sehe sie ja. Ich komme dann zu Ihnen. Ich gehe dann schon mal raus zum Auto langsam. Anne, das ist ja super. Ich sag's doch, nette Leute hier in Hessen. Jetzt ruft er dort an. Vielleicht klappt das ja. Das wäre gut. Müller, hallo? Hi Alex, hier ist der Jörg. Du, ich bin gerade in Alsfeld beim Glashändler und hab hier durch Zufall ist mir hier jemand über die Füße gelaufen. Der kommt ursprünglich aus Sachsen, hat jetzt einen Hof in Thüringen und ist auf der Suche nach was Neuem. Und der macht einen ganz sehr netten und seriösen Eindruck auf mich. Besteht die Möglichkeit oder ist es immer noch so, dass ihr den Hof abgeben wollt? Und wenn ja,
wir vielleicht direkt mal vorbeikommen, weil ich weiß ja, dass es dir auch die Zeit etwas unter den Nägeln brennt und dass du wieder zurück musst zu deiner Firma und wieder auf Arbeit musst eigentlich. Genau, das ist richtig. Das wäre super, wenn ihr jetzt Zeit hättet. Ich bin jetzt im Moment noch im Stall, aber ihr könnt ruhig gern vorbeikommen. Ich habe auch Kaffee frisch aufgebrüht. Also, ich habe Zeit. Okay, das passt ja prima. Dann, er ist jetzt gerade mal nochmal raus, wollte sich ja die Maschinen angucken. Ich laufe jetzt hinter ihm her und da kommen wir gefahren. Kommen so, bis demnächst sind wir dann bei dir. Gut, ich bin Na? da. Okay, bis gleich Bis oder bis gleich. dann. Bis dann. So, da gucke ich mal, wo der gute René oder der Herr Sachsenbauer, wo er ist. Hier vorne kommt er ja gelaufen. Bin ja Ah. gespannt, was jetzt rauskommt hier. Ja, hallo, Herr Sachsenbauer. Wir haben Alex und ich haben, Alex ist die Frau Müller, die Tochter vom Müller-Schorsch. Wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir gerne vorbeikommen können. Sie ist gerade noch im Stall, aber sie ist auch im Hof und dann würde das ja wunderbar passen. Na, das ist ja prima. Also da freue ich mich. Ist das weit von hier jetzt? Wie viele Kilometer Nee, sind das? das sind so Ungefähr. circa 10 Kilometer, das ist zwei Orte weiter. Ach so. Ja, hier Alsfeld ist so das Zentrum, sage ich mal, wo man hier bei uns einkaufen geht, wenn man ein bisschen was Größeres braucht und so weiter. Und Rehbach ist ein kleines Dorf, circa 10 Kilometer von hier. Also dann, wenn wir wirklich jetzt nicht die Zeit stehlen, also wenn Sie da mit mir hinfahren würden, wäre ich super dankbar. Nee, ich wollte jetzt eh heimfahren, aber die Zeit, das mache ich gern für den Schorsch und auch für die Alex. Und dann fahre ich gerade vor Ihnen her und fahre mal rüber und dann gucken Sie sich das Ganze an und dann sehen wir weiter. Genau, man muss ja erst mal sehen, ob die Chemie passt zwischen uns, ne, und alles drumherum. Ah, ich Eben. freue mich. Wunderbar. Dann gehe ich vor, mein Auto steht da hinten. Alles klar. Ach, da ist es der hier hinten mit dem VB für Vogelsberg, glaube ich, ist das. Naja, schön, schön. Also Glück muss man haben. Ich meine, da waren auch Angebote drin in der Zeitung, die hätten mich auch interessiert, aber wenn man sich hier direkt was anschauen kann. Wird er jetzt aus der Fahrt ins Ungewisse vielleicht eine Fahrt ins Glück? Mal schauen. Ich bin guter Dinge. Boah, der kommt aber gebrettert hier mit dem Radlader. Uiuiuiui. So, hoffentlich ist er nicht so weit vorn. Ah, hat's gemerkt, dass ich nicht hinterherkam. Alles klar. Ja, die Flächen sind nicht so groß hier, da hat er schon recht. Wundert's mich, dass der Händler hier so große Technik anbietet, ob denn der da was verkauft? Was ist denn hier vorne los? Ach, Herr Jemene, hier hat's geknallt. Aber zum Glück biegen wir rechts ab. Puh, hoffentlich ist die Polizei schon unterwegs. Naja. Also dann, ich bin sehr gespannt, was mich jetzt hier erwartet. Also. Auf nach Rehbach, auf zu neuen Ufern. Boah, schöner Landstrich hier. Viel Wald, meine Herren. Vorne kommt ein Vorwegweiser. Ah, hier geht's links nach Rehbach. Also sind wir ja dann, denke ich, bald da.
Ah, der Jörg wird es schon wissen. Er biegt links ab. Rehbach, 1, und Kilometer. Ah, das wird es schon sein hier vorne, oder? Rehbach, da sind wir. Schönes Örtchen, gefällt mir. Hier gibt's einen Bäcker. Pizzeria. Die haben doch alles, was man braucht hier. Oh, ich glaube, jetzt sind wir da. Was steht hier? Ahnenhof, frische Milch und mehr. Stelle ich jetzt das Auto hin, dass es nicht im Weg steht. Am besten ich stelle mich neben den Herrn Fischer. Und dann gucken wir mal. Ah, das ist die Tochter hier anscheinend. So. Also Herr Fischer, das ging doch schneller wie gedacht. Ja, das war ruckzuck, war mal da. Ne? Das, ich habe ja gesagt, das sind nur 10 Kilometer. Hallo Alexandra, grüß dich. Hallo Jörg, grüß dich. Ach, hallo Herr Sachsenbauer. Sie müssen der Herr Sachsenbauer sein. Das ist richtig, genau. Und Sie dann die Frau Müller genau. War's. Müller, ja, gut. Genau. Ja, schön. Eine wunderschöne Gegend, habe ich mir gerade so gedacht. Waldreich ist das ja hier. Das ist ja wie ein Paradies. Das stimmt, ja. Mhm. Das wäre so schön. Und das Schmuckstück hier. Wollen oder müssen Sie, wie ich so aus den Gesprächen rausgenommen habe, dann doch aufgeben? Genau, zwangsweise, ja. Also mein Vater, Jörg hat es bestimmt schon erzählt, mein Vater ist gestürzt vor einiger Zeit, ist jetzt im Krankenhaus und der Arzt hat mit uns gesprochen, dass der Vater, das glaube ich, es wäre besser, wenn er zu mir ziehen würde und er muss jetzt auch noch in die Reha im Anschluss ans Krankenhaus und da kann er das jetzt leider. Also suchen wir jemanden. Okay. Ja, ich kann ja mal kurz was über mich erzählen, jetzt, wie man es ja sicherlich nicht überhören kann. Ich komme nicht aus der Gegend hier, ich bin gebürtiger Sachse und habe viele Jahre jetzt im Thüringer Land einen kleineren Hof, also kleiner wie der hier, bewirtschaftet. Und habe den aber jetzt abgegeben an meinen ehemaligen Mitarbeiter. Und ja, eigentlich wollte ich zurück nach Sachsen, aber ich suche schon einen neuen Betrieb, so einen kleinen Hof, den ich auch bewirtschaften kann. Nicht so ein Riesending, bei uns in Sachsen ist ja alles groß, ne? Und ja, durch einen Zufall habe ich den Herrn Fischer hier getroffen und da sind wir ins Gespräch gekommen und der hat mir dann den Kontakt zu Ihnen hier hergestellt. Genau, nee, das ist der Hof vom Schorsch und der hat mir damals auch, wie ich hier in die Gegend gekommen bin, hat er mir viel geholfen, hat mir viel gezeigt und da musste ich doch schon gucken, dass ich mich da auch irgendwann mal revanchieren konnte und das freut mich, wenn das klappen würde, wenn das hier alles schön weitergeführt wird, das wäre schon toll. Ja, also das muss der Hof auf jeden Fall. Der ist doch, das ist, wie gesagt, ich sage einfach nur ein Schmuckstück, was ich so bis jetzt gesehen habe. Ne? Und wer bist denn du hier? Ah, das ist unsere Ursel, genau. Ursula von, genau. Aber sie wird Ursel genannt. Ach, das ist aber ein liebes Tierchen, ne?
Ja. Sehr schön. Na gut, ich sehe gerade, Sie sind hier am Ausmisten und ich weiß nicht, Genau. kommen wir jetzt wirklich gelegen oder ist es gerade ein bisschen Das ungünstig? ist kein Problem. Wir können gerne uns mal den Hof angucken. Ich würde Ihnen auch noch ein bisschen was zeigen oder auch der Jörg. Ja, und dann, das können wir gern machen. Ja, dann würde ich sagen, gehen Sie beide am besten mal vor und ich Ach, du oder folge ich? unauffällig. Ich würde euch, genau. Das ist ein Vatersey-Schmuckstück, das hat er jetzt erst noch gekauft, vor einiger Zeit, weil er ja gedacht hat, es geht noch eine Weile weiter. Der Masai Ferguson. Oh, der ist aber, hui, der ist aber schick. Darf ich mal reingucken? Ja, natürlich machen Sie das. Und hier auch. Ich bin ja so ein alter John Deere-Liebhaber. Und hier, wenn ich das sehe, da kriege ich ja auch gleich wieder glänzende Augen. Mann. Aber beides sehr schön. Ja. Ich mach mal das Tor auf, da kommt schon ein bisschen Genau. das, was besser sieht, ein bisschen Licht reinlassen. Aber der MF hier, der hat ja bestimmt auch eine Stange Geld gekostet, oder? Ja, ich habe letztens mal auf dem Kontoauszug geguckt, da hat er sich, glaube ich, ein bisschen übernommen. Aha, okay. Ja, das war sein Traum. Er hat lange Jahre hat einen alten IHC gefahren und der war leider nicht mehr reparabel. Und da hat er gesagt, jetzt will er doch noch mal so ein, was wie hat er das gesagt, so ein neumodisches Zeug wollte er noch mal haben, wo man halt auch na, wie heißt's, Navi und GPS GPS, ja, ich sehe und schon, da hat es. sowas. Da hat er auch an nichts dann gespart. Da war er, ist auch sein ganzes Stolz, da ist er richtig, mit dem ist er schon gerne mal durchs Dorf gefahren, um mal zu zeigen, was er hat. Ja. Ne? Aha, richtig. Na schön. Hier sehe ich einen Anhänger stehen. Genau, oder sie sind Aha. ein Brandmann-Klein. Ne, hier hinten, ne, ist das Eierlager. Ja. Aha, Und also so, Hühner haben ne? Sie auch auf dem Hof. Ja, wir haben auch 360, glaube ich, sind das jetzt, ja. Ach du Heimatland, das ist aber auch eine Ja. ordentliche Menge. Genau, die sind da hinten. Hier können wir mal das Tor aufmachen. Ach, Und hier die ist der sind hier hinten. Hühnerstall. Ah, Ja. okay. Ja. Genau. Zwei Hähne und 358 Hennen. Puh, da haben aber die beiden ganz schön zu tun, oder? Ja. Na schön, aber die haben es doch gut hier. Ja. Ja, Fein genau. eingezäunt alles. Das sieht doch alles super aus. Gefällt mir ganz sehr. Komm, Ossi. Und hier ist das Hofsilo. Okay. Da kann man hier, da ist der Schieber hier, ups, hier ist der Schieber auf dem Boden, den kann man die Seite fahren zum Abkippen. Ah, sehr schön. Dass man drüber fahren kann auch, ist das gedacht. Und Das hier oben ist. ist dann die Förderanlage, wo es dann wieder rausgenommen wird. Alles klar. Genau, Mhm. das ist hier alles untergebracht, genau. Hier vorne rechts, das ist wohl sein Wohnhaus, wo er. Genau, das ist dann das Wohnhaus. Das ist. Ja. Aber da kann die Alex wahrscheinlich mehr dazu sagen zu dem Ja. Haus. Genau, das ist so mein Geburtshaus und ja, das wäre dann auch würde auch mit zum Hof gehören. Könnten Sie dann gleich einziehen? Das ist frisch. Ja. Saniert oder so, habt ihr aber erst Ja. machen lassen. Da ist auch ein neues Bad mit reingekommen. Ja, also Sehr das schön. ist. Und es scheint ja auch ab und zu mal ein bisschen heiß zu werden, ne? Klimaanlage sehe ich hier oben an der Ja, Wand. das war ihm auch wichtig, ja, weil er hat öfters geschwitzt und er wollte unbedingt die Klimaanlage haben. Verstehe. So, okay, na, dann. Geht's hier auf der Seite geht's dann direkt in den Kuhstall. Ah, die Holsteiner, okay. Holsteiner, die. Wie viel haben Sie da? Das sind jetzt 45. 45 Tiere. Ja. Okay. Ich sehe gerade hier hinten, die können ja auch raus, ne? Die haben Die sogar noch können eine raus, ja. Freiweide dran. Genau. Oh, da steht noch ein bisschen der Grubber, der Corona-Drucker, Grubber.
steht hier noch. Und also von der Ausstattung her muss man sagen, ist alles vorhanden. Teilweise ein bisschen älter, aber auch neues oder ja noch relativ neues Zeug. Und aber auch alles tiptop in Schuss. Da hatte Schorsch schon immer sein Auge drauf gehabt, dass das alles in Ordnung ist und nichts verkommt. No? Verstehe. Ja, gucken wir mal weiter. Was ist denn das hier für ein Siloturm, wenn ich mal fragen darf? Das ist ein Vermender. Da können Sie dann direkt Gras reinmachen und es wird zur Silage. No? Aha. Sowas kenne ich gar nicht, weil ich kenne es eigentlich immer nur, ich habe meine Silage halt immer entweder selbst gewickelt, die Ballen, also ne, mit einer Presswickelkombi, beziehungsweise im früheren Leben in Sachsen noch, da haben wir dann ein Lohnunternehmen gehabt, die das für uns gemacht haben. Sowas kenne ich noch gar nicht hier. Nee, das ist eigentlich, kommt hier bei uns in der Gegend, sieht man das öfter. Das ist halt, ich weiß es nicht, aber das hat sich irgendwann mal eingebürgert und durchgesetzt und funktioniert wunderbar. Ne? Kostet halt ein bisschen Strom und so weiter, aber man hat halt weniger Arbeit dadurch. Naja, der Strom soll ja jetzt laut Aussage der Bundesregierung wieder günstiger werden. Hoffen wir es einfach mal, ne? Ja, eben, so ist es. So. Und hier ist das Ballenlager. Ne? Mhm. Da steht auch der Futtermischwagen schon direkt. Wie Sie sehen, ist im Moment nicht ganz so viel los mit Stroh und Heu. Das ist halt gut, der Winter ist jetzt auch fast rum. Ne? Da ist halt alles verfüttert. Also da muss demnächst dran. Und das ist halt auch was, wo die Alex alleine ja gar nicht stemmen kann. Ich habe jetzt also ermöglichtes. Achso. Entschuldigung. Ja, okay, kein Problem. Weil ich jetzt gerade die Frage im Kopf habe. Also ihr habt also auch noch Wiesenflächen sozusagen, wo ihr dann euer Gras mäht, oder? Genau, wir haben jetzt 2 Wiesen und 5 Felder haben wir jetzt noch dazu. Okay, und darf ich mal fragen, wie viel Hektar sind das, die 5 Felder zusammen? Ungefähr so über den Daumen. Ungefähr 12 Hektar sind das. Okay. Das ist ja aber... Ich sag mal, wenn man es in Vollzeit macht, nicht wie Sie jetzt hier noch einen zweiten Job und einen Krankenvater und. Wenn man es in Vollzeit macht, sag ich mal, ist es ja schon zu stemmen, denke ich. Aber in Ihrer Situation ist es natürlich jetzt blöd, ne? Eben, weil ich habe jetzt das Nötigste gemacht und habe dass die Tiere wenigstens richtig schön versorgt sind. Aber ich habe hier halt noch im Nachbarort, habe ich ja auch noch meine Arbeit und mein Wohnhaus und jetzt noch ein Vater dazu. Demnächst, das schaffe ich einfach nicht alleine. Das glaube ich. Ja, und wie gesagt, ich habe halt immer ein bisschen geholfen. Genau, du bist. Und geguckt und auch im Schorsch ja schon damals schon immer ein bisschen geholfen, aber ich mache das ja auch als auf Nebenerwerb, das bisschen, was ich mache. Ich bin oft unterwegs, ich bin in Montage. Auf der ganzen Welt praktisch unterwegs und muss demnächst auch wieder weg. Und das wird. So? Ja, und das ist halt. Und dann wird es jetzt irgendwann demnächst, wenn die erste Maat und so weiter losgeht, werde ich wahrscheinlich nicht da sein. Und für die Alex ist das alleine, ist das ja fast, ist das nicht zu bewältigen. Ne? Ja. Und von daher wäre das wirklich schön, wenn da wirklich zeitnah jemand, wenn wir da jemand finden würden, die das. Der das übernimmt und das würde wunderbar passen. Bloß muss ich jetzt gleich mal fragen, wenn Sie sagen, Sie haben einen kleinen Schafbetrieb da, also eine Schafzucht, wie handeln Sie denn das, wenn Sie dann, was weiß ich, am anderen Ende der Welt sind? Na, ich habe noch einen Vater. Okay. Der wird zwar jetzt auch langsam älter und ist nicht mehr ganz so, aber momentan geht's noch, aber das wird auch irgendwann in absehbarer Zeit, muss ich mir da auch was überlegen, wie das dann abläuft, wenn ich nicht da bin, aber im Moment versorgt er noch die Tiere und dann ist noch eine kleine Weberei habe ich noch dabei, aber da habe ich jemand, eine Frau, die ist da schwer, engagiert sich da sehr und auf die kann ich mich da auch hundertprozentig verlassen, also da habe ich keine Arbeit mit großartig. Aber so die Tiere versorgen, das macht mein Vater im Moment noch.
Naja, aber dann denke ich mal, ist es ja doch, also im Thüringischen war es so, muss ich sagen, war ja auch, wie schon erwähnt, ein kleinerer Hof, den ich dort hatte. Aber dort war es so, dass die ganzen Kollegen untereinander, wir haben uns da wirklich immer geholfen mit der Technik, wenn beim einen mal was nicht funktioniert oder kaputt war, haben wir uns gegenseitig geholfen, beziehungsweise bei der Ernte haben wir uns gegenseitig unterstützt mit Abfahren und so. Ich denke mal, dass das ja hier dann ähnlich sein wird, oder? Ja, auf alle Fälle. Also da hilft, da wird einem schon geholfen und da wird auch aufeinander geachtet, dass alles funktioniert und so weiter. Das auf alle Fälle, also da findet man immer einen Weg. Ja. Weil ich wollte damit sagen, wenn wir hier an einen Tisch kommen und Nägel mit Köpfen machen, würde ich da auch meine Bereitschaft da Ihnen gegenüber erklären, dass wenn mal Not am Mann ist, ich da auch durchaus gerne bereit bin, auszuhelfen. Ja, das ist doch prima. Da würden Sie sehr gut hier zu uns reinpassen. Ja. Okay, haben wir noch was zu schauen? Ich bin ja, will nicht neugierig sein, aber ich meine... Sie müssten mir mal folgen. Wir müssten hier noch kurz lang. Da gehört noch was dazu. Da gehört noch was dazu. Okay. Ja, die habe ich jetzt aber wirklich, also die sind ein bisschen Schlaf, sage ich jetzt mal, weil die habe ich jetzt wirklich, die gehört zwar uns, aber ich habe sie, ja, die müsste wieder in Betrieb genommen werden. Das Schmuckstück, also, das Schmuckstück hier. Im Schoss ein Schmuckstück, ja, ist das. Das suche ich. Aber man muss sagen, ja, er hat auch in der letzten Zeit, selbst vor seinem Unfall, hat er auch selbst nicht so arg viel Zeit und Kraft dazu gehabt, um die richtig am Laufen zu halten. Aber das ist so was, da können sie bestimmt gut Geld auch mit verdienen, wenn man das wieder richtig in Betrieb nimmt hier. Das ist unsere. Ja. Entschuldigung, ich komme nie so schnell hinterher, aber ich habe mir letzte Woche habe ich mir einen Fuß verstaucht. Das ist jetzt, ich habe jetzt teilweise deswegen das Gespräch gar nicht mitbekommen. Also diese Biogasanlage gehört auch zum Hof. Die gehört uns, die gehört zum, also die hat, das ist ein Vater sein Schmuckstück. Das ist, das hat er sehr intensiv betrieben, aber ich kam leider nicht. Ich kam also. Wie im Dornröschenschlaf. Nee, hier ist auch, wie Sie sehen, die Silos sind leer. Ja. Und es ist ja auch jetzt Ende des Winters. Aber die läuft einwandfrei, ist tiptop in Schuss auch. Müsste halt mal wieder richtig bestückt werden. Ja. Ne, damit so richtig produziert. Na, da wäre jetzt eigentlich der richtige Zeitpunkt im Frühjahr oder ja, noch ein Stück hin, ne? Dass man dann müsste man Mais legen und dass man dann Silage machen kann. Wäre jetzt meine Frage, wie sieht denn das aus? Ein Häcksler hat er aber jetzt nicht besessen, hat er das bestimmt von einem Lohnunternehmen auch machen lassen, oder? Genau, bei uns hier in der Gegend gibt es einen großen Lohnunternehmen, die haben Häcksler, die haben auch Traktoren und was, also alles, was sie brauchen, auch Mähdrescher zur Not, wo man von denen bekommen kann oder auch, die haben auch, aber auch die Fahrer dazu, die da kommen und das dann auch machen. Das ist auch kein Problem. Aber das hier ist, Entschuldigung, irgendwie hat mich jetzt gerade die Stimme verlassen. Die Sachen hier, das gehört aber auch noch zu dem Schorsch. Genau, das gehört alles zum Ahnenhof, das ist alles, das wäre alles mit dabei. Flug, ja, sieht da alles sehr, also ich muss sagen, was ich hier sehe an Technik, an Gebäuden, ne, alles sehr, sehr gepflegt. Nee, das war immer, da hat er, wie gesagt, da hat er immer sein Auge drauf und das ist alles tipptopp, da ist wirklich nichts, da werden sie nichts finden, was irgendwie gekommen ist oder so, ganz bestimmt, ne. Okay, also, da haben wir wieder was. Ja. Was wir betreiben können hier, das ist natürlich viel Arbeit, aber ich freue mich drauf, wenn es denn so weit kommt, dass wir uns einigen können. Ich meine, über Geld haben wir noch nicht gesprochen und das werden wir vielleicht auch später erst machen, ne? Aber jetzt würde ich mir, wie gesagt, das mal alles anschauen wollen und Sie haben ja da ja schon viel gezeigt. Ich weiß jetzt, ob wir jetzt hier runter, wenn Sie hier mal nach links gucken, hier runter, die Scheune, die Sie da hinten sehen,
Die gehört auch noch mit dazu. Mhm. Auch steht noch? Ja, da steht ein Mähdrescher drin und ist auch nochmal ein Silo. Ja. Aha, also ist ein eigener Mähdrescher sogar vorhanden. Im Hof ist ein eigener Mähdrescher vorhanden, ist in New Holland ein bisschen älteres Gerät. Ein TC59, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Also der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, aber ein Schneidwerk von 57, glaube ich. Auch ein Maisgebiss ist vorhanden. Steht alles hier unten, da ist nochmal eine Scheune mit dabei, wie gesagt, und ein Silo. Ich weiß nicht, ob wenn Sie wollen, können wir auch gerne mal hingehen, oder? Ach ja, das könnte man vielleicht später. Also ja. Ich hätte ja jetzt. Ist das jetzt sehr frech, Frau Müller oder Alex, passt mal auf, Leute. Ich würde euch gern mal das Du anbieten. Das Gesieze, irgendwie ist das alles ein bisschen steif. He? Was sagt denn ihr? Also ich bin der René. Genau, das würde mich auch freuen, weil hier das machen ist eigentlich üblich. Und das, ja, das ist ich bei uns. Ich habe ein gutes Gefühl und ich denke, ja. Genau. Also, ich bin der Jörg. Ich bin die Alex, ist die Ursel. Die Ursel ist auch. Ja, also ich freue mich ganz, ganz sehr riesig, dass ich euch kennenlernen darf. Und ist das jetzt sehr frech? Der Jörg hat mir vorhin beim Händler erzählt, als er mit dir telefoniert hat, dass du Kaffee angesetzt hast. Nee, klar, das kann man. Ganz ehrlich, könnt was Warmes vertragen. Das war so kalt natürlich. In Alsfeld. Also hier ist das Wetter ja auch deutlich schöner, ne? Genau. Und die waren ein bisschen knapp mit dem Kaffee, habe ich gehört, ne? Also ja, deswegen habe ich gleich mal. die haben nur Kaltgetränke angeboten, da saßen welche kurzärmlich draußen und haben dort Bier getrunken. Und mich hat es vom Hingucken nur gefroren. Das glaube ich, ja. Nee, Assisterin, gerade noch kurz, hier hinter dem Zaun ist unser Landmaschinenhändler hier im Ort. Das passt aber. Das ist auch nicht weit, hast du da und... Da ist auch eine kleine Werkstatt mit dabei. Also die haben wirklich, also ich habe bis jetzt noch nichts gehabt, was sie nicht wieder irgendwie hinbekommen haben. No, und der hat auch einen kleinen Vertrieb, der verkauft auch Landmaschinen, neue und auch gebrauchte. Also da kannst du, den kann man wirklich nur empfehlen. Mm. No, wenn wir hier gerade schon vorbeilaufen. Das ist gut. No. Sehr schön. No, geht's dann wieder zurück. Da sind wir vorhin dran vorbei. Beigelaufen, da waren wir zu schnell. Alex wollte unbedingt die BGA zeigen. Ne? Hier ist noch eine kleine Scheune, die kann ich vielleicht gerade noch, können wir gleich mal noch einen Blick reinwerfen. Da stehen auch noch Geräte drin. Boah. Na, hier ist doch wirklich fast alles da. Amazonestreuer, Sämaschine, Mähbalken. Jo. Das ist ein Striegel, sogar hier mit Saatfunktionen, dass man ausbessern kann, ne, wenn da irgendwo mal ein paar kahle Stellen in der Wiese sind. Genau, das kannst du mal mitmachen. Mhm. Nee, tipptopp. Und hier passt ja auch noch ein bisschen was rein. Also Dach ist in Ordnung, da ist nichts kaputt. Nee, da ist alles. Schön. So, jetzt lasst uns aber einen Kaffee trinken. Genau. Ich mach mal auf alle Fälle. Nein, wirklich ein sehr schöner Betrieb und da würde ich mich freuen und ich sage jetzt auch mal geehrt fühlen, wenn ich den weiterführen dürfte. Ich denke, das passt einfach. Habe ich so ein Gefühl. So. Ich würde mich ja hier gerne noch ein bisschen umschauen. Vielleicht können wir ja mit dem Kaffeetopf uns hier draußen hin. Ich würde mir gerne mal einfach so die Umgegend hier so ein bisschen aufsaugen mit den Augen, weil das wirklich eine schöne Landschaft ist. So. Dann gebe ich dir erstmal deinen Kaffee. Oh, vielen Dank. Bitte. Da. Dankeschön. Bitte. So. Hier ist auch eine kleine Bank, also hier kann man sich auch hinsetzen und ich wollte schon wieder Sie sagen und du kommst wohl mit dem Fahrrad hier rüber, wenn du bei deinem Vater aushilfst. Ich habe jetzt immer das Fahrrad genommen. Ja, im Winter ist das aber auch beschwerlich, ne? Das stimmt, ja. Schöner Ort. Wie viele Einwohner wird Rehbach circa haben? Ich würde schätzen, ist ja jetzt nicht so sehr groß der Ort. Nee, weiß nicht, so 300 vielleicht. Ja. Das ist relativ überschaubar. Gut,
es gibt noch ein Neubaugebiet. Das haben sie irgendwann mal da auf die an den hingeklatscht, sage ich mal. Aber das ist noch ein gutes Stück weit weg. Da ist auch bis vorher noch Gewerbegebiet. Da sind die ganzen Stationen, wo du auch dein Zeug dann später verkaufen kannst. Und aber hier das alte Ortskern von Rehbach ist relativ überschaubar. Ich denke mal so 300, 350 Einwohner. Es sind noch mehrere andere Bauernhöfe, auch so Aussiedlerhöfe, wo nicht direkt im Ort sind, sondern ein bisschen weiter außerhalb. Ich wohne auch ein Stück weit weg von Rehbach. So grob, welche Luftrichtung? Der Blick, wo du hinguckst, in die Richtung, genau. Aha. Da findest du mich. Wenn im Ort die Straße links hoch, immer geradeaus, und dann kommst du genau dahin, wo ich wohne. Okay. Naja, wie gesagt, das sind noch sehr, sehr viele Fragen, aber du hast es jetzt schon angesprochen, da kannst du mir vielleicht dann doch am Anfang unter die Arme greifen oder ihr beide. Gerade jetzt, wo verkauft man, wer zahlt die besten Preise und, so Insiderwissen, sage ich jetzt mal, ne? Klar, das ist kein Problem. Ja. Genau, du kannst dann auch mit dem Vater nochmal telefonieren, also der meldet sich bestimmt auch noch. Und ja, ich würde ihn auch, wenn es ihm geht, ich würde ihn auch gerne kennenlernen. Ne? Also ja, er soll das, ja auch, vielleicht will er ja auch mal wissen, wie sieht denn der Typ aus, der da sein Lebenswerk fortführen soll. Das kriegt man gebacken, also das kriegt man schon hin. Ne? So, muss man halt dann noch ein bisschen zügeln, dass er ist meistens so, dann will er alles dann wieder alleine machen und also da muss man ihn dann schon ein bisschen erziehen, sage ich jetzt mal. Naja, gut, das sollte aber wirklich auf die Ärzte hören. Und wenn die Ärzte sagen, es bringt nichts und muss ich nochmal fragen, wie alt ist er? Der ist jetzt 75. Oh, ja, 75 also da, ist er geworden. Da hat er doch sein Leben lang schwer, schwer gearbeitet und an für sich hat er es ja sich auch verdient, jetzt sein Lebensabend ruhiger zu genießen, ne? Ja, ich denke schon. Sag das mal eben. Das waren einige Diskussionen schon. Ich weiß es, von meinem Vater ist dasselbe auch. Der hat bis zum letzten Atemzug hat er gemacht und getan. Das ist einfach so. Ja. So, na gut, aber Kaffee ist leider schon leer. Wisst ihr was, ihr beiden? Ich hab jetzt mal eine Idee. Ich hoffe, wir können die umsetzen. Ich bin mega happy, dass ich hier alles gezeigt bekommen habe, dass ihr so nette Leute seid. Alles wunderbar. Gibt es hier im Ort eine Gaststätte? Ah ja, da können wir zum The Bembel gibt's. Passt auf. Da können wir hin. Ich mache folgenden Vorschlag. Ich lade euch jetzt zum Essen ein und geht auf meine Rechnung und dort besprechen wir vielleicht alles Weitere und machen Nägel mit Köpfen und ich würde gerne diesen Hof übernehmen wollen. Das freut mich zu hören. Also das können wir so machen. Ich würde mich dann gerne noch umziehen, weil ich sehe ja, kommt aus dem Stall. Und wir könnten uns dann doch dort treffen und dann könnten wir alles besprechen und alles regeln. Genau, dann mach das so. Dann zieh dich um, mach dich schick. Und Jörg und ich, wir fahren vielleicht vor. Nee, Jörg, wir warten, ne? Wir können sie ja mitnehmen im Auto. Genau, können sie mitnehmen. So, und dann würde ich sagen, sehen wir uns nachher gleich. Was ist denn überhaupt so eine hessische Spezialität zum Essen hier? Kannst du mir da was empfehlen? Handkäse mit Musik. Oh, was ist das? Im Angebot. Das ist so ein, wie nennt man das? Harzer Roller, sagt ihr das was? Ja, ist ein Käse, der ein bisschen stark duftet, sag ich jetzt mal. Ja, und der wird eingelegt in Öl und Zwiebeln und no, dann isst man dann und die Musik kommt dann danach. verstehe. So. Okay, Jörg. So, die gut. Alex ist wohl schon umgezogen. Ich bin schon umgezogen, ja. Das ging ja fix. Dann ihr zwei, ich würde sagen, wir laufen zum Auto rüber und ja, dann schauen wir mal, ob wir unter einen Hut kommen. Ich denke es doch. Genau. Ursula, du gehst jetzt wieder zu den Hühnern. So. Sie ist anhänglich. Also dann, lasst uns gehen. Jawohl.